So. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Hallo, liebe Diana. Ganz schön, dass du zu einem Gespräch mit mir bereit bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, ich habe mich getraut, dann habe ich überlegt, wie wird es verlaufen? Ich bin jetzt auch nicht so der gesprächige Mensch, je nachdem. Aber das brauche auch gar nicht. Es geht ja einfach nur, dass wir uns ein bisschen kennenlernen und dadurch die Familie sich ein bisschen kennenlernt. Und Ja. es geht ja gar nicht darum, dass man irgendwas Schlaues sagen muss. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Oder irgendwie eben irgendwas, was man Tolles ist, weil ich finde euch alle so wertvoll, alleine dadurch, dass ihr da seid, dass ihr irgendwo ein Ja gespürt habt. Und jetzt wirklich so mutig seid, hier in so ein Gespräch zu gehen und dann auf YouTube gezeigt zu werden, also so sichtbar zu werden. Ja, das ist schon so eine Sache. Ach, wer hätte vor 2 Jahren das gedacht, wie sich alles entwickelt? Das stimmt, das Oder stimmt. wie ich mich so entwickelt habe, was ich dazugelernt habe. Ach, ich finde es so faszinierend. Magst du davon gerade ein bisschen erzählen? Das heißt, bist du da Ja, schon? So. also ich befasse mich ja schon seit 20 Jahren mit ein bisschen mehr, als was man so sieht und hört. Und es hat mir auch viel geholfen, wie meine Mutter gestorben ist, dass ich gewusst habe, wir sagen jetzt Schutzengel, Geistführer, egal, dass da jemand ist, der sie begleitet und dass es ihr eigentlich gut geht. Und insgeheim habe ich als immer so das Gefühl, ja, dass ich schon mit meinem Geistführer Zeit meines Lebens eigentlich in Kontakt, in Gespräch bin, bestimmte Inputs bekommen habe. Wie so schön heißt, das Leben lebt man vorwärts und rückwärts versteht man's. Das finde ich ein sehr schöner Satz. Und da bin ich immer wieder auf Menschen getroffen, egal ob es Menschen waren oder auch Artikel, die mir weitergeholfen haben, wo es dann immer wieder Klick gemacht hat. Und ich bin ja auch sehr naturverbunden und tierliebend. Und durch meine Tiere, da habe ich auch so viel dazugelernt. Und ja, also ist schon wirklich faszinierend. Was war denn so jetzt, wenn du so rückblickst im Erkennen, was man da erkennt, so für dich jetzt gerade so, was gerade einfällt, so das Wichtigste, was dir jetzt für dein Leben und für dein Erleben vielleicht am wichtigsten war? Ja, die Erkenntnis, dass wir hier als Seele inkarniert sind, war mir vor einigen Jahren auch nicht so bewusst. Oder auch, dass die Gedanken so eine Wirkung haben auf das Außen, so was der Kurt auch immer sagt. Weil wenn ich mir überlege, vor 2, 3 Jahren, wie diese Hitzewelle war, wo es gebrannt hat, ich habe mir jeden Tag solche Gedanken gemacht, was wird denn mit unserer Erde und hin und her. Und wenn ich jetzt überlege, dass das mir überhaupt nichts gebracht hat, mich so reinzusteigen, dann denke ich mir, ja. Und von daher gesehen, lebe ich jetzt ganz anders, viel im Hier und Jetzt und akzeptiere auch die Menschen, so wie sie sind, wo ich vor Jahren auch immer so bewertet habe, was ja auch viele machen. Und ja, also in der Hinsicht hat sich jetzt auch meine Einstellung total geändert. Und wenn du jetzt so, also so jetzt friedlicher mit dem bist oder mehr in Akzeptanz, wie würdest du das beschreiben mit dem, was jetzt so ist? Ja, da hat mir jetzt also die GHU, vor allem das Wort Friedlinge, das fand ich so toll. Und wenn mich dann mal wieder irgendetwas triggert, dann denke ich, Frieden, halte Frieden oder klinke dich aus. Das ist auch so was, was ich mir alles sage, weil es gab ja schon heftige Diskussionen auch innerhalb der Familie, weil die mich ja gar nicht verstehen oder auch nach wie vor nicht so verstehen können, meine Einstellung. Und ja, dass es halt auch mit Energie zu tun hat, was wir so ausstrahlen und auch was die Tiere mir reflektieren. Ich verstehe das, aber zumindest mein Mann hat auch seine Schwierigkeiten und deshalb war ich auch froh, die GHU gefunden zu haben, weil das so Gleichgesinnte sind, die wirklich diesen Ruf auch verspürt haben.
Das finde ich so toll, ja, oder was sich so auch mit der Kindergruppe entwickelt. Weil die Welt ist ja im Wandel. Und ja, wir sind halt hier, um da mitzugestalten. Und ich denke mir, was ist meine Aufgabe? Das Licht zu sein, Frieden zu halten, ja. Aber im Grunde genommen weiß ich auch noch nicht so richtig meine Seelenaufgabe. Da bin ich so noch auf der Suche. Wollen wir da gerade mal ein bisschen reingucken? Wollte ich dich vorher fragen, was bedeutet das Ja oder dieser Ruf, von dem du gerade erzählt hast? Aber ich glaube, das hast du jetzt schon fast beantwortet, oder? Die Gemeinschaft und ja, zu wissen, es sind so viele Menschen, die gleich auf der gleichen Ebene sind oder auf die gleiche Schwingung haben, mit denen man sich, wenn man sich trifft, was wir ja auch schon gemacht haben, sofort versteht, so wie in den kleinen Räumen. Ja. Und wenn du jetzt mal so reinguckst bei dir, so in Richtung deine Seele, so, also Diana, wenn man das jetzt so will, ist der Name dieser Form, dein Menschsein, deine Persönlichkeit. Und du als Seele bewohnst diese wundervolle Form. Ja. So, und wenn du jetzt so deine Aufmerksamkeit so nach innen richtest auf deine Seele, was nimmst du da wahr? Was zeigt sich dir? Also ich bin ja schon immer so ein harmonischer Mensch gewesen, so im Einklang mit anderen zu sein. Und ich liebe auch ja, den Planeten und kann das gar nicht verstehen, wie man so Raubbau treibt oder auch mit den Tieren so umgeht. Da bin ich schon ein bisschen ja, sensibel in der Hinsicht und feinfühlig. Würde ich mich jetzt so zeichnen. Themen, die dir scheinbar am Herzen liegen, oder? Die dich berühren, die dir wichtig sind. Da würde ich mich halt irgendwo sehen auf Gut Eiderbichl, sage ich immer, auf dem Gnadenhof für Tiere und mich da einbringen. Ich glaube, mehr bräuchte ich gar nicht. So, weil oft ist dieses, wenn wir nach innen schauen, ne, viele fragen meinen Seelenplan und weshalb bin ich da, aber dieses einfach nach innen schauen und wahrnehmen, dann poppt, wie bei dir, zuerst kommt oft dieser Schnaufer, den liebe ich, und dann tauchen die Dinge von alleine auf, was ist mir wichtig, was berührt mich, oft eben kommt man dann dahin, wie jetzt bei dir ja auch ganz wundervoll, so, ja, der Planet, die Tiere, und welche Form auch immer das annimmt. Aber wenn man damit ist, das ist mir wichtig und dafür möchte ich mich einsetzen. Da möchte ich beitragen, dass sich da vielleicht was verändert, dass Menschen vielleicht mehr Gewahrsein darüber haben, ihnen das vielleicht bewusster ist. Wie du sagst, hast du vor ein paar Jahren vielleicht auch nicht gewusst, dass die Gedanken so eine Wirkung haben. Ja, ja. Da muss ich sagen, ja, gut, meine Kinder habe ich da auch in der Richtung so ein bisschen erzogen, achtsam sein und da ist meine Tochter schon auf dem richtigen Weg, mit der kann ich mich gut unterhalten in der Hinsicht. Und durch meine Kinder bin ich auch auf die vegetarische Spur gekommen. Gehört ja dazu, wenn man so tierliebend ist. Ja, und das sind alles so Sachen, wo ich denke, ach, und ich genieße es halt, irgendwie da zu sitzen oder wenn wir an die Nordsee fahren, in meinem Strandkorb zu sitzen. Die Luft zu genießen, da brauche ich gar nicht viel. Also schönes Häuschen irgendwo mit Tieren. Und ich bin ja auch ja, eigentlich ein hilfsbereiter Mensch. Ich bin immer irgendwo tätig gewesen und ja, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Was liegt dir noch am Herzen? Gibt es da noch mehr, was dir so ganz wichtig ist? Also wenn du dir was wünschen dürftest, das Universum sagt, okay, liebe Diana, weil du so ein wundervoller Mensch bist, du darfst dir, egal ob jetzt für dich persönlich oder für die Welt oder für die Tiere, du darfst dir was wünschen. Wir hören dich und wir werden das begünstigen, dass es geschieht. Ja, ich persönlich, wenn auch der Kurt also gefragt hat, stell dir eine Situation oder was dein Leben vor, wo du glücklich bist. Und da denke ich mir, eigentlich habe ich ja ein glückliches, zufriedenes Leben. Nur das Außen spiegelt es noch nicht so ganz wider, wie ich es gerne hätte.
Und wenn ich so, ich weiß nicht, ob du da schon davon gehört hast, von dem, ja, es ist Planet, the New Manifestation. Ich habe das aufgeschrieben. Das sind auch so junge Frauen. Da gibt es ein Manifestiere das Paradies auf Erden, the New Earth Manifestation. Und da denke ich, ja, das ist es. Mehr Achtsamkeit mit der Natur haben, dass die Menschen auch ja überlegen, was sie den Tieren antun oder überhaupt sich selber. Da fängt es ja schon mal an. Nur wenn ich dann überlege, wir sind ja auf diesem Planeten, ist ja so in der Dualität, wir sind ja hier, um das Positive und das Negative zu erleben. Ja, aber ich denke, jetzt ist die Zeit für einen Wandel, dass Genau, wir wissen, das kann so sein. Das ist eine der möglichen Sichtweisen, die man haben kann, aber die ja ja. für einen selber nicht unbedingt die absolute Wahrheit Ja, sein das muss. ist die Frage, Kann was man ja stimmt? hinterfragen. Was stimmt denn für mich? Ist das Ja. wirklich, muss ich das jetzt wirklich noch alles erleben oder haben wir das nicht eigentlich alles schon in vielen Inkarnationen erlebt? Und Ja, ist das ist jetzt die nicht vielleicht Frage. der Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, ich gehe jetzt aus der Dualität, ich bin in meiner Mitte, ich bin der ich bin und ich bringe das rein, was meiner Natur entspricht. So, weil die Dualität hat ja immer ganz viel mit Ego und Verstand und Intellekt Ja, zu tun ja. und bewerten. Und dann will ich davon mehr und davon weniger und das will ich nicht. Und also dieses haben wollen und nicht haben wollen und das bewerten, das ist die alte Matrix. Aber vielleicht sind wir Genau. ja auch da, weil es genug ist für nicht alle vielleicht, aber doch vielleicht für einige oder viele. Ja, ich bin eigentlich jetzt schon so weit da, die Sache so zu sehen, wir sind Liebe, alle kommen aus der gleichen Quelle, wie wir das ja auch so gesagt haben. Und der Begriff, ja, wir sind eine Welle im Ozean, das finde ich auch so schön. Ja, und da wünschte ich mir, dass da doch noch mehr Menschen in das Bewusstsein kommen. Aber alle werden wir da nicht erreichen. Die sind halt noch auf verschiedenen Entwicklungsstufen. Genau, Und aber wenn wir schon immer mehr werden, ist es ja schon mal was. genau, da sind wir dann schon Lichter am Firmament. Ja, und da habe ich dann immer noch so die Christina von Dreien. Das ist ja auch so ein Wesen, die hier inkarniert hat und den Menschen Bewusstsein. Ins Bewusstsein zu bringen. Die sagt ja auch, je mehr Lichter dann leuchten, in der, wie sagt sie, in der geistigen Ebene hat das Licht schon gewonnen. Es muss nur noch auf die physische Ebene kommen. Und da hoffe ich, dass das nicht so allzu lange dauert. Ja, dafür sind wir ja da. Wir sind ja alle Ja. diese Lichtträger. Und so sehe ich dann eben unsere Aufgabe. Ja, und ich finde es schon spannend, was der Mensch doch für eine Schöpferkraft hat und weiß es nicht und macht sich das Leben selber noch so schwer. Ja. Was ist denn in diesem Moment gerade da bei dir? Guter Ja, Schnaufer. ich brauche da immer, ich, wenn ich so, im Moment. Ach, im Moment habe ich eigentlich eine Zuversicht, dass sich alles zum Positiven wenden wird. Ja, ich habe eine innere Zufriedenheit, weil ich doch jetzt schon so vieles weiß, um was es geht. Und das gibt Sicherheit, Zufriedenheit. Und eigentlich ist man positiv unterwegs, jeden Tag, wenn man aufsteht und wirklich dann achtsam ist, im Hier und Jetzt bleibt und sich nicht vom Außen so ablenken lässt. Ja. Was ist denn deine größte Ablenkung oder die Gefahr der Die Ablenkung? Gefahr der Ablenkung. Ja, das ist höchstens, wenn ich dann mit anderen Menschen zusammentreffe, die das Ganze, die sich von dem ganzen Außen noch so total vereinnahmen lassen. Wo eigentlich eine Diskussion darüber schwierig ist, vor allem auch mit den nahestehenden Angehörigen. Da muss ich meine Geschwister mit einbeziehen.
Ich habe Gott sei Dank eine Freundin, die, mit der ich mich da ein bisschen austauschen kann. Aber ansonsten sind es wirklich in meinem Kreis wenige, wo ich mich da so austauschen kann. Weißt du, weshalb du da bist, wo du herkommst? Und die lassen sich von dem Außen so manipulieren. Und ich kann da, ich würde ja gerne sagen, Mensch, jetzt schau doch mal richtig hin. Aber ich denke, das bringt nicht viel. Ja, meistens ist es tatsächlich, meist, also so erlebe ich es, auf Seelenebene zu kommunizieren und das nonverbal zu sagen, also sie da anzusprechen, nicht da, wo sie halt sind und in der Persönlichkeit und wo ihre Aufmerksamkeit ist und die Themen, die ihnen wichtig sind. Also ich merke dann immer, ich werde dann meistens ganz still und bleibe einfach auf Seelenebene und spreche mit denen. So, ja, ich sehe dich trotzdem und alles ist gut. Ich weiß, wer du bist und du weißt es irgendwann auch. Und ja, oft lenke ich dann auch die Aufmerksamkeit auf irgendwas Schönes oder frag irgendwas ganz woanderes. Und oft sind sie dankbar, weil sie oft selbst in so einem Kreislauf sind der Gedankenströme und der Diskussionen darüber, ja, dass dann oft auch so ein Aufschnaufer passiert in der Runde. Ah ja, stimmt. Und das kann man oft so mit ganz, ganz feinen, kleinen Dingen machen. Den Fokus woanders hinlenken. Da bin ich manchmal zu impulsiv oder lass mich wieder in so eine niedere Frequenz bringen. Und ich dann sage, ah. Das, wie mit den Kindern reisen. Oft. Das, genau, weil das kennst du ja sicherlich, wenn du Kinder hast, dass das zu verbieten oder zu sagen, was man machen soll oder irgendwo, es ist oft so viel einfacher gewesen, als meine Kinder noch klein waren, die Aufmerksamkeit gerade auf was völlig anderes zu richten. Irgendwie, schau mal, das ist doch super. Und dann war das. Das geht bei Kleinen. Hammer. Meine sind aber ja Großen geht es auch. Ja, ja, aber bei Großen geht es auch. Ich meine, bei ganz großen Menschen geht das auch. Ja, da muss ich dann eben sagen, ich ziehe mich jetzt zurück. Wenn das dann wirklich zu keinem Nenner führt, wenn da die Meinungsverschiedenheiten so groß sind, dann sage ich, ich blink mich jetzt mal aus. Ja. Gibt es eine Botschaft, die dir wichtig ist, die du gerne, wo du jetzt unser Gespräch auch vielleicht nutzen magst? Oder was du den anderen einfach sagen magst, von dir oder generell? Ja, vielleicht etwas mehr auf die innere Stimme hören, auf das Gefühl, auf den ersten Input und sich nicht von außen so beeinflussen lassen, selber mal in sich reinhören, was ist für mich stimmig, was passt zusammen, wie hätte ich das gerne, eine Welt von morgen, wie sollte die sein? Und dann gibt es ein schönes Sprichwort. Ach, wie heißt es noch? Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt aus keinem anderen zu. Ja, so ungefähr. Und dann denke ich auch, ja, wenn ich nicht möchte, dass mich jemand, ja, heißt ärgert oder ja, der Umgang schon alleine, wenn der nicht stimmt. Also dann hinterfrage ich mich, wie gehe ich mit meinem Gegenüber ja, spreche ich mit ihm, stimmt das, ist das passend, weil er ist ja auch ein Wesen wie ich, kommt aus der gleichen Quelle und wenn man sich das immer mal wieder, wenn man mal wieder so einen Querulanten vor sich hat, sich ins Gedächtnis ruft, vielleicht ist es ganz hilfreich. Ja. Ja, schön, danke dir. Du hast vorhin die Kindergruppe angesprochen. Hast du da eine Beziehung dazu, diese Kinder der neuen Zeit, Eltern der neuen Zeit? Kinder, ach, ich habe mal früher auf dem Reiterhof eine Kindergruppe beaufsichtigt. Dann später mal in einem Asylantenheim war ich mit Kindern unterwegs, halt aufgepasst, dass sie spielen konnten. Und, aber jetzt im Moment, auch durch das Ganze, jetzt im Moment sind ja die ganzen Maßnahmen ein bisschen gelockert, aber das hat mich dann schon gehindert, weiterzumachen, sodass jetzt zur Zeit mit Kindern nichts ist. Aber ich verfolge das ganz gern, weil ich auch in der Familie ist jemand, die hat ein Neugeborenes und es ist so ein Schreikind. Ja, und da habe ich schon mal in die Gruppe reingefragt. Aber ich muss sagen, ich habe mich dann mit ihr unterhalten und war ganz überrascht, das ist die Frau von meinem Neffen, dass die ja
genauso unterwegs ist wie in unserer GHU-Gruppe. Auch ihre Mutter, wo sie sagt, ja, ich bin so eine Art Medium. Und ich denke, was? Davon habe ich gar nichts gewusst, wenn man so zusammen ist, sag mal familiär. Und dann sind andere dabei, die diese Themen nicht verstehen, dann schneidet man die gar nicht an. Und von daher gesehen, da bist du ja schon richtig unterwegs und weißt, was du für ein tolles Kind hast. Das sind die Kinder von morgen, die die Welt verbessern. Ja. Wie siehst du denn dann die Welt von morgen? Hast du da Bilder, Visionen? Ja, ich denke, da wird sich einiges wandeln. Dass doch das Verständnis, dass wir von der Natur mehr abhängen als umgekehrt, dass wir im Einklang leben müssen und alles schätzen, was uns da geboten wird von der Natur. Und wenn ich weiß, welche Möglichkeiten gegeben sind, auch sag mal in technischer Hinsicht oder auch was die Umweltverschmutzung angeht, was da die jungen Menschen schon für Visionen haben und was alles kommen kann, dann sage ich, das kann vielleicht noch 10 Jahre dauern, aber dann sieht die Welt ganz anders aus. Schade, dass ich schon so alt bin. Wahrscheinlich sind die Umstände der Lebensverlängerung ja dann auch noch da. Wir werden nur etwas länger leben. Du bist dann alt. Von daher gesehen, ja, freue ich mich dann schon auf die Zukunft und bin mal gespannt. In welchem Kreis lebst du denn? Du hörtest dich ein bisschen nach Hessisch an, aber dann warst du auch das da sagen oben. Die meisten, ja, oder so Frankfurt, ist mehr zur Grenze von Hessen-Bayern. Das ist Unterfranken. Ah, wo denn da? Bei Schweinfurt. Ah, okay. Würzburg, Schweinfurt. Ja, okay. Da wohne ich schon lange, sonst mehr so am Untermain. Ich sage immer Main-Viereck. Und da ist die Aschaffenburger Gegend. Da wird dann alles schon, kommst du aus Frankfurt, aus Hessen oder so? Ja, so ein bisschen. Ich bin in der Nähe geboren, deswegen höre ich meine Verwandtschaft da so ein bisschen. Kreis Aschaffenburg. Ja, schön. Gibt es denn von dir aus eine Frage oder ein Thema, worüber du mit mir sprechen magst? Ein Thema? Ja, mich würde vielleicht interessieren, wie lange du schon weißt, dass du eine inkarnierte Seele bist oder Geistführer, dass solche Sachen. Es gibt ja die Energien, ich sage jetzt Geistführer, ich bin zurzeit auch dabei, mich da näher zu befassen und weil ich doch mal mehr in Kontakt mit meinem Geistführer kommen möchte. Oh, ich spüre den sehr präsent. Ja, ach, das finde ich immer so toll, ja, dass da manche schon seit Kindesbeinen den Kontakt haben. Ja, also ich bin als Kind, soweit ich mich erinnern kann, so früh, wie ich mich erinnern kann, so heißt es wahrscheinlich korrekt, wusste ich immer schon, ich habe mich nie mit dem Körper, mit der Person identifiziert. Ja. Und der Körper musste sich immer melden mit Hunger oder auf die Toilette gehen oder hat was wehgetan oder gejuckt oder sonst habe ich den Körper nicht wirklich so wahrgenommen. Ich hatte mich ja auch völlig deplatziert hier auf diesem Planeten gefühlt, habe auch die Menschen nicht verstanden und hatte früher halt immer, ich habe mit meinen Sternenbrüdern immer gesprochen, hatte also immer die Verbindung zu der geistigen Welt irgendwie so. Und die Eltern haben das akzeptiert? Weil normal wird es ja dann abtrainiert, ne? In der Kindheit. Genau, ich habe tatsächlich nicht drüber gesprochen. Ich habe ganz, ganz viel, ganz, ganz lang alles mit mir und meinen Sternenbrüdern ausgemacht. Toll. Ich habe dann tatsächlich erst später, ich weiß es gar nicht, wann es wirklich war. Ich glaube dann erst in den 80ern, Anfang 80 bin ich ja Kurt begegnet, seitdem sind wir zusammen. Und als meine Eltern dann mit bei den Seminaren waren, obwohl ich heilpraktische Ausbildung und sowas alles gemacht hatte, wusste ich, dass eine Offenheit bei meinen Eltern. Aber da hat mein Vater und auch meine Mutter gesagt, naja, dass sie das immer schon auch so gesehen und erlebt haben. Aber wir haben nicht so drüber gesprochen. So, ich glaube, es war eher, dass es gelebt worden ist, aber wir haben das nicht so als Thema thematisiert gehabt. Irgendwie so.
Ja, das ist Und echt. dann waren die ja immer dabei. Und das haben wir eben, sind ja dann auch so dann zu uns gezogen, so um das Lebensende dann hier auch ganz nah zu haben. Also ja, so war eher nonverbal, glaube ich. Aber ich finde, das hat es nicht leichter gemacht, sich als das zu erleben, wenn der Rest der Welt völlig anders aus meiner damals, aus meiner Leben, völlig anders unterwegs war. Schon als Kind, die Kinder haben sich für Sachen interessiert oder dann die Ja. Mädels oder so. Das war überhaupt nicht meine Welt. Ich konnte mich mit den Menschen, so wie du jetzt manchmal erzählt hast, ne, dass das Thema woanders ist. Ich habe die Menschen, wie gesagt, auch nicht verstanden, warum die sich mit all dem Zeugs beschäftigen und was denen so wichtig ist. Wow. So erst dann, als halt Jesus und Gandhi und solche Personen so in mein Leben kamen, da hatte ich dann, okay, da gab es noch andere auf diesem Planeten, denen was anderes wichtig war. So. Das hat sich ja jetzt auch die letzten Jahre total gewandelt. Da wird ja viel mehr Wundervoll. darüber gesprochen. Und Wundervoll. So wenn man sieht, wundervoll. wie viele Menschen da so eine Beziehung haben zu ihrem Mm, höheren Selbst, mm, das ist mm, fantastisch. mm. Ja. Ja, und was ich ganz schön, vielleicht weiß ich nicht, ob das, was fällt mir gerade ein, weil auch diese linearen Zeitachsen sind ja wirklich linear. Und das, was man oft als Geistführer nennt, ist wie das eigene zukünftige Selbst. Hört sich jetzt Aha. vielleicht ein bisschen schräg an, aber tatsächlich, wenn die Zeitachsen zusammenkommen, ist letztendlich alle Zeit im Jetzt. Und so wie man in die Vergangenheit schauen kann, kann man auch linear in Zukunft gucken und unterschiedliche Zeitachsen anschauen. Je nachdem, was im Gewahrsein ist, mit was man sich identifiziert oder wem, hat man unterschiedliche Zeitachsen, hat man eine unterschiedliche Vergangenheit und unterschiedliche Zukunft. Und man kann von jetzt zu seinem zukünftigen Selbst Kontakt aufnehmen. Das zukünftige Selbst, das man, wie jetzt, hast du ja schon gehabt in der Zukunft. Die Welt, die hast du ja schon wahrnehmen können, die kannst du jetzt wahrnehmen. Und du kannst auch dich wahrnehmen, wie du bist in der Zukunft. Und du kannst dich wahrnehmen, du kannst dich fragen, weil du da viel mehr Erkenntnisse hast. Das hat sich viel mehr schon verwirklicht, viel mehr schon gezeigt für dich. Du bist in einem ganz anderen Bewusstsein als heute. So kannst du also mit deinem zukünftigen Selbst, so wie du die Zukunft wahrgenommen hast, des Planeten und der Zeit und der Menschheit, kannst du ja auch dich wahrnehmen, wie du dann bist. Und du kannst mit dir kommunizieren. Du kannst dir von deinem zukünftigen Selbst Sachen geben, sagen lassen. Okay, du sag mir doch mal, ich habe das Thema und so. Wie gehe ich denn damit um? Wie hast du das denn gelöst? Weil du bist ja jetzt da, da ist es doch schon gelöst. Ja. Was war denn da? Und das ist, finde ich, ganz spannend. Dann ist es Ja. dann. Brauchst du nicht jemanden anderen? Letztendlich ist es immer ein Teil von mir. Aber Aha. als ich das irgendwann mal, weiß nicht, ob durch wen ich das mal hatte, finde es ganz spannend, diese Verbindung. Immer wieder sich mit dem schon in Verbindung zu setzen und aus der Sicht heraus zu Ja, schauen, ja. die ja in uns schon ist. Ja, das übersteigt den Verstand, aber ich denke, man kriegt es immer so häppchenweise, damit man schrittweise vorwärts kommt und immer mehr erfährt. Sonst wäre man überfordert. Der Verstand, nicht wir. Ja, der Nur Verstand. der Verstand, nur der Verstand. Und den Ja. dürfen wir ja mitnehmen. Ach, ist manchmal so surreal, wenn man so drüber Ja, du nachdenkt. Liebe, leg dir noch irgendwas am Herzen. Surreal, ja, letztendlich ist alles ein Ja. bisschen surreal. Dass wir hier Ach. jetzt digital, du bist bei dir, ich bin bei mir, Ja. wir sprechen so, als würden, also ich erlebe das, ich fühle dich total nah, als würden wir jetzt hier zusammen Kaffee trinken oder irgendwie so, Ja. zusammen in einem Raum sein. Ich spüre da gar keinen Unterschied. So, also wie, das ist auch surreal, weil, wie geht das eigentlich? Ich verstehe die ganze Technik eh noch nicht, aber es ist auch egal, es ist da. Faszinierend, ja. Ja, ach, ich denke, ich freue mich mal auf das persönliche Kennenlernen der GHU-Mitglieder. Da sehe ich uns schon ums Lagerfeuer sitzen, Gitarrenklänge. Ja, singen, Ja. tanzen und Genau. ja, ganz, ganz schön. Gibt's noch irgendwas, was offen ist, was dir jetzt in dem Gespräch hier noch fehlt? Och.
Eigentlich haben wir schon vieles angesprochen. Sehr Vielleicht kommt schön. es hinterher nach dem Gespräch, dass ich denke, ach, da hätten wir vielleicht noch was. Aber im Moment, ach ja, finde ich alles prima. Ja, ich habe nämlich gerade schon wieder auf die Zeit geguckt. Ich finde das so faszinierend. Auch das ist surreal, Dass so weil schnell ich immer das vorbeigeht. Gefühl habe, wir haben jetzt gerade ein paar Minuten gesprochen, dann gucke ich, oh nee, gleich schon wieder eine halbe Ja, Stunde. ging mir auch so. Ich denke, oh, eine halbe Stunde, das ist ziemlich lang, aber jetzt ist er auch schon fast rum. Jetzt ist sie rum. Und Ja. heute Abend haben wir ja wieder unser Zoom-Meeting. Ja, freue ich mich Ja, ganz dolle drauf. ich Liebe auch. Diana, ich danke dir von Herzen für deine Bereitschaft, dass ich dir begegnen durfte und dass du den Mut hast, dich zu zeigen, dass du dabei bist Ja, und hat dass mir auch du gefallen. mit so schöner Absicht inkarniert bist und definitiv deinen Beitrag leistest durch dein Ja. So-Sein. Ja, war ein schönes Gespräch, Nada. Ja, danke dir, Diana. Ciao, ihr Lieben. Tschüss.